Der mehrfach ausgezeichnete Bühnenbildner Hans Kudlich gewährte anlässlich der Präsentation der Oper Kloster Neuburg einen exklusiven Einblick in sein Atelier im 8. Bezirk in Wien. Das habe ich eingebrockt und ich freue mich sehr, dass ich meine 25. Produktion, den Don Carlos, hier präsentieren darf. Wir bauen ja als Theatermenschen immer Modelle, um damit zu spielen und uns die einzelnen Situationen zu vergegenwärtigen. Die Oper Kloster Neuburg steht für aufsehenerregende Inszenierungen. Das ist immer besonders schön, dieser großartigen Open-Air-Bühne unverstärkt singen zu dürfen. Akustisch ist der Kaiserhof im Stiftkloster Neuburg für uns alle ein Traum. Ich mache das ja schon jetzt das 11. Jahr hier. Der Intendant überraschte die Gäste mit einem außergewöhnlichen Coup für die 12 Verdi-Vorstellungen ab 8. Juli. Ja, dass ein Sänger, der bei uns begonnen hat, 2003 seinen ersten Sarastro gesungen hat, mittlerweile ein Weltstar ist, Günter Kreuzberg, und er singt bei uns heuer im Sommer Philipp II., König Philipp, und macht auch Regie. Inszenieren und singen, eine Herausforderung. Das hat einen Hauch von Schizophrenie. Man muss irgendwo die Figur verkörpern und gleichzeitig trotzdem beobachten. Ich finde, er ist eine tolle Persönlichkeit. Er hat die Oper selbst gesungen, sprich, er kennt sie in- und auswendig. Also wir als Kostümbildner können eine Oper niemals so gut kennen wie jemand, der auf der Bühne steht und die schon 100-mal gesungen hat. Man braucht eigentlich nur der Musik folgen und gewisse Bilderstrukturen haben und dann wird es hoffentlich so laufen, wie wir uns das vorstellen.